Mein Name ist Nora Sommer, ich bin 23 und komme aus Altdorf. Ich bin in der SP und studiere Medizin im dritten Studienjahr in Bern. Ich tue sehr gerne lesen, Musik hören, mich mit Freunden treffen, schwimmen und interessiere mich für die Politik. Meine grösste Stärke ist, dass ich sehr ein kommunikativer Mensch bin und gerne über alles Mögliche diskutiere, auch um neue Ansichten und Einsichten in andere Menschen zu bekommen. Meine grösste Angst ist, dass ich irgendeinmal aus irgendeinem Grund nicht als Ärztin arbeiten kann. Ich bin sehr stolz auf den Kanton Uri, weil er extrem vielfältig ist und mir jeden Freitag ein Gefühl von Heiko gibt. Mich stört am Kanton Uri, dass er sich teilweise sehr einseitig in den Medien präsentiert oder Ladler präsentieren. Und ich würde gerne Landrätin werden, weil es mir ein grosses Anliegen ist, dass der Kanton Uri genauso lebenswert bleibt, wie ich noch dürfen und nach wie vor darf erleben. Also Nora, du stehst nie auf der Liste der SP. Genau. Bist du nur ein Listenfüller? Ich bin angefragt worden, ob ich nur einfach auf die Liste will. Zuerst als Listenfüllerin. Und habe mir dann lange Gedanken darüber gemacht, ja, ob ich das eigentlich will oder nicht. Und habe dann gefunden, wenn ich schon kandidiere, dann gerade richtig. Und habe das auch so besprochen und stehe ja jetzt auf dem vierten Platz doppelt drauf und bin definitiv keine Listenfüllerin mehr. Und wieso sollte man dich als erstes auf die Liste schreiben? Ich glaube nicht einmal, dass man mich als erstes auf die Liste schreiben. Ich finde es wichtig, dass die bisherigen als erstes auf der Liste sind. Aber ich interessiere mich extrem dafür. Ich bin extrem motiviert. Ich habe auch recht Respekt davor. Aber ich werde alles geben. Von dem her gehöre ich auf die Liste. Sag uns bitte eine Sache, die dir am Herzen liegt und du in den nächsten 4 Jahren bewegen willst. Mir liegt Bildung sehr am Herzen. Und mir liegt am Herzen, dass man kann, ja, dass man für die Bildung etwas machen kann und dass man auch schauen kann, dass aber nachher die Leute können, arbeiten im Kanton Uri und dass es Möglichkeiten gibt für genug Stellen. Nora, du studierst Medizin und wir haben vorher gehört, du hast sehr viele Hobbys. Hast du überhaupt Zeit, dich im Landrat einzubringen? Das habe ich mir wirklich ausgiebig und lang überlegt. Ich habe mich da auch bei der Uni informiert, ich bin auf die Studienplanung, habe das abgeklärt. Ich glaube, ich habe insofern Zeit, mich in den Landrat einzubringen oder in der Politik einzubringen, weil ich nicht zum Beispiel eine Sportart mache, wo ich jeden Samstag an einen Match muss, wo ich regelmässig ins Training muss. Und ich habe den grossen Luxus, dass ich nicht arbeiten muss neben dem Studium. Und von dem her, glaube ich, habe ich Zeit für die Politik. Gut, kommen wir zu einer gesellschaftspolitischen Frage, Brain Drain. Wie kann der Kanton Uri Jugendliche nach ihrer Ausbildung im Kanton Uri hier bei uns behalten? Ja, ich habe es ja vorhin schon angetönt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die nötigen Stellen anbieten, die es braucht, dass die Leute im Kanton Uri bleiben. Ich sehe es als Medizinstudentin. Das ist die Frage, was mache ich nachher im Kanton Uri? Ist das, kann ich ins Spital arbeiten? Das ist die Endmöglichkeit. Oder in einer Praxis. Aber du willst da arbeiten? Ich würde sehr gerne irgendwann wieder in den Kanton Uri zurückarbeiten. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die erste Zeit halt vielleicht außerhalb ist. Aber schlussendlich sehe ich mich schon im Kanton Uri. Ja, und mir ist es wichtig, eben zum Beispiel auch mit dem neuen Ärztezentrum, das es gibt, mit der Bristenpraxis, dass es Teilzeitstellen gibt, dass es genug Möglichkeiten gibt, dass man hier arbeiten kann, dass es Kita-Plätze gibt für die Leute, die arbeiten müssen und gleichzeitig aber noch eine Familie wollen. Ja. Okay. Kommen wir zu einer Frage, die jetzt dich als SP-Kandidatin ja, betrifft. Ihr würdet ja gerne die Armee abschaffen, aber die Schweiz ohne Armee, gerade jetzt, wo die Terrorangst so gross ist, kann das wirklich sein? Das ist eine gute Frage. Schweiz ohne Armee. Ich persönlich bin nicht für die Abschaffung von der Armee. Ich bin dafür, dass man die Armee auf Berufsbasis macht und dass man sonst den Zivilschutz und den Zivildienst ausbaut, dass alle müssen. Sowohl, ich finde es auch wichtig, dass auch die Frauen etwas machen müssen für die Gesellschaft. Also du würdest dich konkret da melden, Berufsarmee? Ich würde mich konkret ganz sicher nicht melden für die Berufsarmee. Ich wäre aber, glaube auch die Falsche. Ich musste zum Beispiel ein Praktikum machen im Spital, ein Pflegepraktikum. Und ich frage mich, warum wird das nicht mehr ausgebaut? Dann haben wir noch eine bildungspolitische Frage an dich. Der Kanton Uri hat im schweizerischen Vergleich eine sehr tiefe Maturitätsquote. Was findest du, sollten mehr Schüler ins Gymi gehen? Das ist eine interessante Frage. Ich persönlich war im Gymi. Ich finde es eine gute Sache. Es hat aber auch damit zu tun, dass man länger Zeit hat, sich zu überlegen, was man noch mal machen will. Ich finde, es bietet eine gute Allgemeinbildung. Und die Leute, die gerne lernen und ja, gerne, auch, die sich vorstellen können, ein Studium zu machen, finde ich, die sollen ins Gymi. Und wenn dann plötzlich zu wenige Lehrstellen besetzt werden?
ich glaube auch nicht, dass schlussendlich zu wenig Lernstellen werden besetzt werden, weil ich glaube, es gibt Leute, die tun sehr gerne so lernen, wie ich das gemacht habe im Gymi mit 6 Jahren Schule und nachher das Studium. Aber ich glaube, es gibt auch nach wie vor genug, wo lieber auf das Praktische setzen oder auf, ja, einfach nicht auf nochmal 6 Jahre Schule. Und ich glaube auch nicht, dass die Lehrstellen nachher, dass es zu wenig Platz gibt oder dass es zu wenig Leute gibt, die gerne eine Lehre machen möchten.